So, liebe Leute, danke. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Und wir machen weiter heute mit dem Derby gegen Borussia Dortmund. Vorher checke ich aber kurz eben noch meine Nachrichten. Ja, viel. So, bleib auf dem Teppich auf alle Fälle. Und dann gehen wir jetzt gleich rein. Wenn wir heute gewinnen, dann wäre der Vorsprung auch schon bei 9 Punkte. Und ich denke mal, dann wäre es so ziemlich durch. Aber, ist es noch ein bisschen was zu gehen? In der Champions League haben wir ein gutes Ergebnis geholt. Nicht ein sehr gutes Ergebnis, weil ein sehr gutes Ergebnis wäre das 3-0 gewesen. Eigentlich war es möglich. Aber ärgere mich gerade so ein bisschen, weil es wäre sogar das 4-0 möglich gewesen. Naja, ändern kann man es jetzt eh nicht mehr und naja. Gehen wir auch mal kurz schnell noch vorher in die Pressekonferenz, bevor es weitergeht. Wir beginnen jetzt mit der Pressekonferenz. Gibt es Fragen? So. Ja, im Hinspiel 3-0 gewonnen. Wenn wir heute gewinnen, sind es 9 Punkte. Aber ich erinnere mich nur an die letzte Saison. Da war in Dortmund 1-0 verloren durch ein Haaland-Tor. Und das die Meisterschaft damals abgegeben. Weil wenn sie nämlich gewinnen, sind es nämlich nur noch 3 Punkte. Konferenz ist damit beendet. Bis zum nächsten Mal. So, okay. Nochmal. Ganz schnell in die Nachrichten rein. Naja, nicht schlimm. So, okay. Gehen wir nach Dortmund und da wollen wir natürlich den Riesenschritt in Richtung Titel klar machen. Aber das heute hinkriegen. Schauen wir einfach mal. Los geht's. Dauert jetzt nur einen kleinen Moment, bis es sofort weitergeht. So, auf geht's. Ins Match in Das Saisonende rückt immer näher und unser heutiges Duell Erster gegen Zweiter ist daher vielleicht schon entscheidend. Wir freuen uns auf Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ja, das ist es halt, ne? Wir können natürlich in Dortmund natürlich einen Riesenschritt machen. Wir können es aber auch böse verkacken und die Meisterschaft wieder spannend machen. Letzte Saison haben wir, wie gesagt, hier 1-0 verloren, dann haben wir es nämlich da Regenwetter in liegen Dortmund, lassen. keine Option. Da hatten wir nämlich die Chance, den Titel zu holen am Ende. Aber wir begrüßen Sie natürlich trotzdem sehr herzlich. 29. spielt da der Fußball-Bundesliga. Viel haben wir nicht Fuß mehr. und Frank Buschmann werden das Mal Ganze gucken. wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Wir haben die ein oder andere Schlagzeile zu sehen. Oh, Dani Latzer. Das wird eine harte Nuss, wenn der wirklich aufhört nach der Saison. Unser Captain. Definitiv. Also so einen findest du so schnell nicht mehr wieder. Und ich glaube, es wollen wirklich alle, dass er weitermacht. Aber er fällt die Entscheidung. Vielleicht gemeinsam mit der Familie, Wolf. Schwierigste Entscheidung als Profi für ihn, glaube ich. Dieser Schritt, ne? Wann beendest du die Karriere? Nicht zu lang zu machen, den perfekten Moment zu finden. Naja, gucken. Ja, schau mal, wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufrüsten. Ich brauche zwei neue Außenverteidiger, ich brauche einen Innenverteidiger, vielleicht sogar noch einen neuen Innenverteidiger, vielleicht sogar noch mal einen Sechser. Also wird noch ein bisschen was passieren. Auf dem neuen, auf dem Transfermarkt. Pablo Fornals steht mit Jadon Sancho auf dem Flügel und vorne versuchen sie es am heutigen Tage mit zwei
Stürmer. Vielen Dank an alle Fans. Auf geht's ins Match. Spieltag Nummer 29. Mit dem Sieg sind wir 5 Spiele vor Ende mit 9 Punkten weg. Aber wie gesagt, es kann auch sehr viel Druck passieren. Da trennt er ihn fair vom Ball. De Rosso und der Ballverlust, der hat Ortmann da schon. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Die Chance jetzt. Und die erste, ja, sagen wir mal, Annäherung. Marco Richter. Wir werden auf jeden Fall noch eine 5. Saison spielen, das ist ganz klar, wegen dem, weil das neue FIFA kommt erst am 1. Oktober, das heißt, es würde wahrscheinlich passen. Aber mal schauen. Ist ja noch ein bisschen was zu tun. Semedo erstmal. Das Titelrennen ist nach wie vor enorm spannend, Puschi. Ja, und ich bin gespannt, wie das nach dem heutigen Spieltag aussieht. Richtig. Heute könnte sich schon einiges entscheiden. Und jetzt Ramsey. Ramsey, guter Trick. Oh, der war nicht ganz unwichtig. Da hat der Verteidiger gut aufgepasst. Kim Pembe, glaube ich, war das, der da die Lücke zugelaufen hat, weil sonst wäre es nämlich durch gewesen. Oder sagen wir mal, dann wäre es gefährlich gewesen. Da ist der Ball weg. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Ah, wieder der Verteidiger da. Gutes, frühes Stören. Aber die Schalker kriegen es gerade so ein bisschen hin. 1-0, yes! Tolinho! Aber hier, wieder dieses mega Nachsitzen. Die Dortmunder hatten eigentlich den Ball sicher und ja, verlieren sie dann da auf der Außenbahn und dann marschiert der Rose und durch. In Richtung mal groß sind wieder mehrere Vereine dran. Aber wie gesagt, das könnten auch Ablösesummen irgendwie bei 80, 90 bis 100 Millionen gehen für beide. Aber mal gucken. Also, pro Spieler. Jetzt bin ich gespannt, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also, Paulinho, wir haben mit dem Nussknacker für erstmal. Ah, oh, wieder dieser unnötige Ballverlust der Dortmunder. Alario. Ja, und da sagt der Verteidiger: Nötig laufe ich da ab. Schiedsrichter sagt doch gar nichts. Macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ciao. Ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Guter Ball. Oh, war das wichtig. Gut, dass der da den Ball gespielt hat. Ich habe einen Moment gezogen, dachte mir, ah, nicht, dass der doch auf Meter Ball. Auch das ist schon in FIFA vorgekommen. Starkes Tor von ihm. Da legt er richtig Power in den Schuss. Ecke kommt. Entschlossen geklärt. Kam aber nicht gut. Del Rosun. Guter Vorstoß da jetzt. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Der Torwart Pfosten den Ball. Und Sommer passt ein bisschen, aber der Ball zu nah ans Tor gekommen ist. Suat Serdar. Suat Serdar, aber was will der denn da versuchen? Spiel 150 Karrieresiege auf dem Konto geschieht. Ich glaube, wenn du diese Marke erreicht hast, dann ist das schon eine tolle Karriere. Definitiv. Und dass viele am Anfang gesagt haben, ah, mit dem wird das nicht viel, aber wir haben es bisher getrotzt. Das ist nicht so einfach. Richter. Da können wir nur sagen, Kompliment. 150 Siege, das ist gut zu feiern. Und die Balleroberung. Glücker. Wieder ein Ball, der bei außen und dann in die Mitte gespielt wird. Und so ist es nämlich auch gefallen, das 1-0. Suat Serdar. Hab dich. Ja. Ach, der wollte Alari. Ich dachte mir, okay, der marschiert da durch, der vorne, und dann kann ich die Flanke spielen. Der steht eben frei vom Tor. Aber da hat er den Schwick zurückgemacht. Den Schritt und damit war das Thema gegessen. Becker. Gut abgekolbt. Da, Marco Richter. Jetzt hat er ein bisschen mehr Luft. Lange Flanke. Del Rosu. Nun Sommer mit Glück. Ja. Nun Aaron Ramsey. Pablo. Telles. Alex Telles. Guter Pass jetzt. Na, der kommt noch. Ja, den hat er noch. Und dann ist es Stefan.
Savic. Aber nicht so. So, und die ist auch schon zu Ende. Und damit ist das Ende der ersten Halbzeit hindurch. Schalke führt 1-0 in Dortmund. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin. Das kann er besser. Harmlos ja noch. Ja, viel ist bisher nicht gekommen von Brand. Also wie gesagt, das 1-0 durch Alario und Paulinho, Entschuldigung, nach 16 Minuten bedeutet momentan 9 Punkte Vorsprung. Aber es ist noch 45 Minuten zu gehen. Richter. Ja, da. Die Flanke da, ach, das war gar nichts. Der ist, ja. Suat Serdar. Wir sehen das frühe Pressing. Aber die Schalker machen es gerade komplett richtig. Die gehen da nämlich drauf. Die lassen die Dortmunder überhaupt nicht kommen da hinten. Jetzt der Ballverlust der Dortmunder. Und damit ist der Ball weg. Aber die Schalker dann doch noch mit dem Glück. Aber der erste kam er vorbei. Der zweite war einer, einer zu viel. Bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir bislang klare Vorteile für Borussia Dortmund. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen. Das könnte doch mal eine gelb geben, da trägt sich. Der geht weiter hinten. Ludewig, gelb. Und jetzt also Freistoß gegen Schalke. So, jetzt kommt der schwache Brand oder der geht der schwache Brand raus. Und ja, noch so ein Ding, dann war es das für ihn. Tim Bembe. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Ja, Dortmund vor dem Elfmeter. Das war Handelfmeter, sagt man Handflasisch, kommt jemand für. Fängt diesen Ball ab. Und jetzt kontern die Schalker die Dortmunder aus. Der Rosen. Marco Richter. Richter. Ja, das könnte was werden jetzt. Oh. Toller Zweiger. Und damit immerhin eine Ecke rausgeholt. Ja, die Ecke. Ecke in den Strafraum. Na, Richter muss nochmal rein. Flanke jetzt. Daraus wird kommt aber auch nichts. Suat Serdar. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Es geht gegen auswärts. So, Telles gegen Ludewig. Das ist eigentlich ein Duell der beiden Rechtsverteidiger da hinten. Ja, das war eigentlich fast zu erwarten. 1-1, 68. Und da haben sie es ja nicht mal auf die Reihe bekommen, die Dortmunder. Und die Schalker ist gerade nicht auf die Reihe. Ja. Das ist, eigentlich haben sie es im Griff. Aber okay. Sieht gefährlich aus. Ja, weil er seinen Fuß da noch mit reinkriegt. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Schönes Ding jetzt. Was macht er draus? Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ah, klasse geklärt. Die bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Da kommt die Ecke. Ah, das ist gut. Haaland. Ein Stückchen haben wir noch. Die Chance auf den Konter. Schönes Zuspiel hier. Gefährlich jetzt. Wenn der Sommer den Fuß da nicht reinkriegt. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Vielleicht die Führung jetzt. Mann! Ich komme aber auch. Was für ein spannendes Spiel. Auch wirklich in der letzten Minute. Tor für Haaland gedreht. Eigentlich haben wir es komplett im Griff. Eigentlich haben wir es komplett im Griff, das Spiel. Und da kriegst du so ein Ding gebacken nicht hin. Du hast so viele Chancen, du kriegst es nicht gebacken, auf die Bahn zu kommen. Freistoß für die Schalker. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg.
Und jetzt muss er. Ja, aber jeder Ball momentan. Jeder Ball. Geh doch mal bitte. Tja, der Einwurf landet beim Gegner. Der BVB auf Kurssieg. Und die Stimmung hier im Signal Iduna Park, sie könnte nicht besser sein. Die Fans auch heute wieder. Wie ein Mann hinter. Ja, eigentlich war es komplett im Griff, das Spiel. Aaron Ramsey. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Tor! Gott sei Dank doch noch diese 6 Punkte gehalten. Lucas Alario. So, nochmal die Wiederholung, die Szene. Ja, Alario gegen Kimpembe, der lässt da einfach stehen da. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht's ganz, ganz schnell. Und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht. Schön hinten. Ins lange, keine Sorgen, Chance für Sommer. Aber wichtig ist ja erstmal vor allen Dingen diese Niederlage weggekriegt. Das war nicht das Spiel verlieren, doch noch. Das war nicht doch noch irgendwie verlieren. So, jetzt Dreifachwechsel, klar. Naja, eigentlich hast du das Spiel komplett im Griff, hast die Chancen, aber kriegst es nicht gebacken. Es war spannend hier im Derby zwischen dem BVB und Schalke 04, aber am Ende bleibt es beim Unentschieden ein, wie ich finde, gerechtes Ergebnis. Naja, aber okay, es sind weiterhin 6 Punkte, es ist nichts passiert eigentlich. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Chance zur Führung. Dortmund hatte halt diese 2 Chancen, die haben sie genutzt. Gut genutzt, muss man mal sagen. Wir hatten nämlich ein Mehrfachspiel unter anderem mal Paulinho, wo Sommer das Ding da irgendwie nur rausfischt. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen Madrid.